Hallo und herzlich willkommen zu Klaas Live. Wie ihr seht, meine Schuhe sind schon richtig dreckig. Im Hintergrund wühlen die Maschinen schon im Schlamm und ich bin hier verabredet mit Ralf. Hallo Ralf, möchtest du dich einmal kurz vorstellen? Hallo Maria, ich bin Ralf Reichle und bin hier draußen zuständig für die Drive Experience, ja, dass das alles läuft. Super. Ralf, erzähl doch mal, Driving Experience, ihr habt hier Kunden, die reinkommen, die dürfen ein bisschen fahren. Kannst du mal erklären, wie das so abläuft? Ja, also wir haben einen Shuttle-Service, die Kunden kommen hier an, werden von uns einmal eingewiesen, bekommen auch eine Spielregel, wie das hier abläuft. Und dann haben sie die Möglichkeit, unsere neuen Scorpion und ganz neu für Klaas natürlich, den Radlader, den Torion, einmal zu testen. Ja, Ralf, dann würde ich sagen, es klingt ein bisschen wie ein großer Spielplatz. Ja? Ich möchte auch mal spielen. Ja, genau, hältst du einmal das Mikro, danke schön. Ich nehme einmal das Mikro von dir, ganz genau. So, also auch für dich eine kleine Einweisung für die Maschine. Ja. Rechts ist das Gaspedal. Ja. Links haben wir die Bremse. Parkbremse nehmen wir einmal los. Hier haben wir rückwärts, vor, neutral und vorwärts. Arm anheben, Arm runter, auskippen, ankippen. Und mehr brauchst du eigentlich nicht. Ja, perfekt, Ralf. Dann würde ich sagen, wenn du jetzt das Mikro ein bisschen hältst, dann versuche ich mal. Ganz genau. Ich nehme das einmal. Los geht's. Oh, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen. Hier ist ja richtig viel los, dass wir uns nicht in die Quere kommen. Ja, wir haben ja auch schon wieder eine Besuchertruppe hier, die einmal hier testen kann. Aber wenn ich das so höre, der ist schon relativ leise, der Radlader, ne? Ja, sagen die Kunden auch, die hier bei uns gefahren sind. Der Vierzylinder-Liebherr-Motor macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Sehr leise, gerade für lange Arbeitstage, sehr angenehm für den Fahrer. Finde ich auch. Aber es ist, ja, ihr habt hier schon ordentlich rumgewühlt, ne? Junge, Junge, Junge. Ja, ein Sandkasten für Große, ne? Also 1:1. So wie Männer sich das wünschen. Ralf, erzähl mal, habt ihr denn bislang nur Männer oder habt ihr auch mal ein paar Frauen, die hier zum Fahren kommen? Ah, wir haben auch Frauen hier schon gehabt und haben ein sehr gutes Bild abgegeben. Gerade beim Kistenstapeln haben die also am besten abgeschnitten. Das freut mich sehr zu hören. So, Ralf, wo müssen wir jetzt hin? Einmal hinter uns ist ein Silo, also, da kannst du das dann wieder reinkippen. Bin ich natürlich vollkommen in die falsche Richtung gefahren hier. So, müssen wir ein bisschen gucken, dass wir uns nicht gegenseitig in die Quere kommen. Da vorne steht auch der Moritz, unser Kameramann, den dürfen wir natürlich auch nicht umfahren. Nee, das wäre schlecht. So, ja, ganz genau, jetzt da hinten zum Silo hin. Ah ja, alles klar. Ich verliere schon die Hälfte unterwegs, ob ich wohl ein guter Radladerfahrer wäre. Alles gut, Maria, du machst das super. Du machst das super. So, Maria, ich würde dich danach einmal bitten, mal auf den Haufen zu fahren. Dann kannst du mal den Vorteil von unserem Zematikantrieb ausprobieren, beziehungsweise kann ich dir dann mal zeigen. Zematik ist unser leistungsverzweigter Antrieb. Ganz genau. Ab geht's. So, und dann kannst du gleich mal sehen, wie hoch die Maschine auch steigen kann. Muss ich irgendwas beachten, Ralf? Wahrscheinlich ein bisschen gerade davor. Gerade davor fahren und sonst ist das eigentlich kein Problem. Nicht, dass nachher der Radlader auf der Seite liegt und dann heißt es, die Blondine wäre es gewesen. Und ein bisschen aufpassen. Ich glaube, ich setze nochmal neu an. Ja, ein bisschen gerade davor, ne? Noch nicht die beste Stelle, um das auszuprobieren. Vor allen Dingen ist da auch noch ein anderer Kunde gerade zu Gange. Ja, bei uns ist richtig was los. Das ist wirklich so. Der ganze Tag. So, jetzt aber. Junge, Junge, Junge. Das ist wie Bergsteigen. Ah, da kann schon was, ne? Bist du begeistert? Ich bin ganz ordentlich. Ist schon hier ein krasses Feeling. So, jetzt wieder zurück. Ah ja, hier mit Heckkamera sehe ich gerade. Läuft auch, wunderbar. Ja, ganz genau. Gerade bei dieser großen Maschine macht das sehr viel Sinn, dass man hinten auch genau weiß, was dann da vor sich geht. So, ich würde sagen, ich düse jetzt nochmal. Du willst alleine fahren, ne? Du willst alleine spielen. Wenn du es mir nicht übel nimmst, Ralf. Nein, alles gut. Mach du das mal. Würde ich selbst nochmal einmal meine Fähigkeiten ausprobieren und würde sagen, wir sehen uns später. Ich danke dir, Ralf, gerne, dass du mitgefahren bist. Viel Spaß, Maria. Danke. Und ich würde sagen, wir sehen uns nachher um 17 Uhr. Bis dahin
sind meine Schuhe hoffentlich wieder sauber. Ich habe mich nochmal hübsch gemacht und dann habe ich einen ganz besonderen Interviewgast. Also seid dabei, wenn ihr Lust und Zeit habt. Bis später, ich drehe noch ein Ründchen.